Unseren Stützpunkt werden wir hier, in der Ebene Idokuns, südlich des Flusses errichten. Dort werden wir uns für den Aufstieg ins Gebirge rüsten. Schickt mich, Euer Majestät. Meine Handelsreisen führten mich einst unweit dieser Region zu den Siedlern des Gebirges. Wäre ein gutes Argument, die Laies zu schicken. Euer Majestät, lasst mich den Schatz nach Tela bringen. Die Siedler Hiduns brauchen Hoffnung und neues Vertrauen in das Königshaus. Elias wäre auch am besten gekleidet für die Reise. Die Kriegskunst und der Festungsbau der alten Meister erregen schon seit langem mein Interesse. Entsendet mich! Ja, Markus, du warst das letzte Mal dran. Besondere Aufmerksamkeit und Umsicht sind geboten. Wollen wir den Festungsschutz aus alten, größeren Zeiten überwinden? Ja, ich werde wahrscheinlich wirklich Elias schicken. Nicht. Entscheidet euch. Die Mission, die ich am wenigsten mag. Die vergessene Festung Idokun ist schwer zu erreichen. Wir müssen einen sicheren Weg finden und eine Möglichkeit, die Mauern der Festung zu überwinden. Erst dann können wir zu Darius sagen, wo ein Schatz gelangt. Ja. Unsere Expedition benötigt winterfeste Kleidung und Nahrung. Wir müssen alles Erforderliche bis Ende September in unserem Basislager zusammentragen. Später können wir wegen des rauen Bergklimas nicht mehr aufbrechen. Lasst uns nun das Lager am Flussufer im Westen inspizieren. Neben der Versorgung der Expedition benötigen wir eine bewaffnete Eskorte. Wir müssen Schwertkämpfer ins Basislager beordern. Bis Ende September sollen sie dort bereitstehen. Ja, Hauptproblem, wir haben durchgehend Winter. Ei! Sofort! Ei! Drei Bataillone Schwertkämpfer trainieren und Basislager bringen. Aha. Wie viele Holzfällerhütten haben wir denn? Haben wir hier auch eine? Nein, hier haben wir nur einen Imker, der keinen Honig macht. Und ein paar Kühe. Schon unterwegs. Hier hätten wir einen großen Steinbruch. Auf euren Befehl. Alles klar. Alles Ihr könnt klar. Diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Wir kriegen ja nicht mal genügend Klamotten zusammen. Heilige Kacke. Also ja, ich kann schon mal gleich sagen. Verstanden. Dass wir hier viel zu tun haben werden und einen ziemlich straffen Zeitplan haben. Das war, glaube ich, wirklich eine der Missionen, die ich nicht auf Anhieb geschafft habe. Ei! Jawohl! Wir müssen uns raus, was du... Sofort! Wurst? Wollkleidung und Brot. Wie ihr wünscht. Mhm.
Und ja, was wir auch brauchen, sind 20 reiche Gebäude. Alles klar. Verstanden. Mehr Holz brauchen wir. Weil wir brauchen Belagerungstürme. Wir werden Badehäuser brauchen. Ich habe immer etwas Nahrung bei mir, die ich hungrigen Siedlern in meiner Nähe geben kann. Auf euren Befehl! Ja, Klamotten sind halt wirklich gerade Mangelware. Ei, verstanden. Wir haben doch keinen ewigen Winter, Gott sei Dank. Habe ich jetzt meine Holzfäller maximal? Nein, du bist noch nicht maximal ausgebaut. Sag mal, habe ich keinen Honig mehr oder was? Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Na doch. Ich hab Honig. Na komm, ich gebe ein Fest, da kriegen sie ein bisschen Unterhaltung wenigstens. Und Frauen. Hey, hier sind sogar Schafe. Sehr gut.
So, von da aus brauche ich keinen extra Brunnen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jawohl. So, gucken wir uns mal auf der anderen Flussseite noch um. Während ich hier noch einen Holzfäller errichte, weil wir brauchen einen vierten dringendst. Sofort! Alles klar! Sofort! Eine Ruine, in der wir Gold finden werden. Einem Schafhirten fehlt es an Alles klar! Sofort! So, noch ein Fischer. Etwas mehr Honig hier. Ja, gucken, dass wir ein Badehaus errichten. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Ei. Jawohl. Was hatten wir gesagt? Wolle und Brot. Ei. Moment, wir haben kein Eisen mehr? Wie sollen wir drei Bataillone, wenn wir kein Eisen haben? Verstanden. Ei. Ich hab doch sonst nichts, was Eisen braucht. Verstanden. Bei drei Bataillone, oh, noch mehr Schafe. Drei Bataillone sollte ich auch so hinkriegen. Aber jetzt speichere ich erstmal. Ich habe doch noch gar keine Einheiten, oder? Nein. Gut, da gibt es erstmal einen Cut und ich guck mal, ob man mit wie viel Eisen man startet. Ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Also, bis gleich.